Ja, Herr Lohse, Sie haben nicht nur die Medienvertreter, sondern viele Fans heute überrascht mit Ihrer Aufstellung. Benjamina und Matthew Taylor plus Simon Scherder. Wie zufrieden sind Sie und wie ist es dazu gekommen? Ja gut, wissen Sie, bei uns ist natürlich schon Bewegung drin gewesen durch die rote Karte, durch die Sperre von Grote, mussten wir uns was einfallen lassen. Wir wissen, dass der Ersatz von Grote, Manu, den Verein verlassen hat. Und ja, da habe ich Überlegungen angestellt, wie können wir agieren. Und ich hatte das schon ab und zu mal im Visier. Wir haben das auch schon das eine oder andere Mal im Training praktiziert. Ich muss ganz offen sagen, nicht mit allzu großem Erfolg. Aber ich habe heute den Stürmern die Chance gegeben. Es freut mich sehr, dass beide beteiligt waren. Der eine flankt, der andere köpft das 1-0. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir den Sack zumachen. Und natürlich weiß ich auch, dass der Gegner auch ein paar Chancen hatte, dann nach der roten Karte auch wir Glück hatten beim Innenpfostenschuss, aber wir hatten beim Stand von 1-0 mehrfach die Entscheidung auf dem Fuß. Und das ist ein bisschen schade und trotzdem, glaube ich, sind wir zufrieden über den Punkt. Zu Simon Scherder, ja, glaube ich, hat sehr gut trainiert. Ich war mit Pischon die ganze Woche nicht zufrieden, auch mit der Körpersprache und den Reaktionen. Hat, glaube ich, seinen Umzug organisiert und war wirklich nicht präsent. Und ich hatte das Gefühl, für so ein Derby, ja, da brauche ich natürlich jemanden, der voll konzentriert ist. Und ich finde, Simon hat seine Sache auch sehr gut gemacht. Simon, du hast schon viele gute Spiele im Preußen-Trikot bei den Profis gemacht. Aber irgendwie scheint hier Osnabrück zu liegen. Das Hinspiel war schon, ich sag mal, überragend. Das Rückspiel heute auch. Wie schüttelst du diese Kaltschnäuzigkeit, wie schüttelst du das aus dem Ärmel? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also, ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, ich versuche mich immer aufs Fußballspielen zu konzentrieren, alles, was so drumherum passiert, so auszublenden halt. Und ja, dann freut man sich natürlich auf so ein Spiel, ist ja ganz klar. Wieder so ein Derby für 15.000 war nicht ganz ausverkauft, ist eigentlich schade bei so einem Spiel. Aber im Endeffekt, ja, wie ich ja gerade schon gesagt habe, versuche ich mich einfach immer nur aufs Fußballspielen zu konzentrieren. Und deshalb, glaube ich, kann ich auch immer ganz ruhig bleiben und meinen Stiefel spielen. Wie hat sich's angefühlt, Derby, aber diesmal nicht im Preußen-Trikot? Ja, hat sich gut angefühlt. Also wie gesagt, ich habe mich riesig auf das Spiel gefreut. Ja, einfach Derby und auch einfach Bekannte wieder zu treffen. Hier ein paar Spieler, die man auch noch kennt von damals. Und ja, wie gesagt, natürlich geht man immer mit gemischten Gefühlen in so einem Spiel. Das ist, denke ich, ganz normal und legitim. Aber im Großen und Ganzen konnte ich das alles ausblenden. Und, ja. Sofian Benjamina, das erste Derby für dich im Preußen-Trikot gegen Osnabrück, wie war's? Ja, also war auf jeden Fall ein Riesenerlebnis, ja, hier im Derby zu spielen mit den Fans, die super Stimmung gemacht haben und ja, habe ein Tor gemacht. Hätte mich aber gefreut, wenn das Tor zum Sieg gereicht hätte. Ja. Mike Burgess, du hast schon mehrere Derbys mitgemacht, damals mit Lotte gegen Münster. Wie hat sich das zweite mit dem VfL hier angefühlt? Ja, war natürlich ein fantastisches Spiel, tolles Publikum. Ich weiß gar nicht, was ausverkauft oder fast ausverkauft. Auf jeden Fall war die Bude voll. Viele Osnabrücker dabei, ist natürlich auch fantastisch für uns. Großer Anreiz, dass 3000 Osnabrücker da sind. Ja, wir hätten uns natürlich gerne noch ein bisschen mehr vorgestellt als den Punkt, aber müssen wir einwilligen. 1-1 im Derby gegen Osnabrück. Könnt ihr damit zufrieden sein? Ja, am Ende, ich glaube, es ist enttäuschend, aber wir können mit zufrieden sein. Das ist, wenn du in Führung gehst, du wirst immer die 3 Punkte holen. Und ist das heute nicht gelungen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir nicht gut angefangen. Aber wir sind nachgelassen und die haben uns bestraft. Und dann mit der roten Karte letzte Viertelstunde in Untertage gespielt. Ich glaube, die 1-1 geht in Ordnung für uns. Du hast das Tor gemacht, dass du eine gute Schusstechnik hast. Ich glaube, das weiß jeder. Du hast nicht gejubelt. Erklär mal. Wie gesagt, ich habe auch keinen Ansatz zum Jubeln gemacht, weil für mich von vornherein klar war, dass wenn das passieren sollte, dass ich nicht jubeln werde. Aus dem Grunde, weil es für mich eine reine Respektsache ist gegenüber dem Verein und den Beteiligten und allen anderen. Und ich denke, das kann jeder verstehen, weil es wirklich auch nicht 1-2 Jahre hier waren, 5 lange Jahre. Und ich habe wirklich viel mitgemacht mit den Vereinen, Höhen und Tiefen.
Von daher ist das für mich einfach eine Respektsache und das macht man nicht dann. Jetzt habt ihr heute mal zusammen vorne in der Spitze gespielt. Ist das auch so eine Variante, die dir gefällt, dass ihr euch gegenseitig unterstützen könnt, dass ihr euch gegenseitig das Ding auch mal vorlegt? 2-0 hättet ihr auch noch machen können, wo du am ersten Pfosten da bist, nicht rankommst. Ist das so eine Sache, die dir gefällt? Ja klar, ich glaube, es ist sehr, sehr gefährlich, wenn wir die Bälle nach vorne bringen. Und ja, in der ersten Halbzeit haben wir ein paar riesen Chancen und auch am Ende da hatten wir ein paar dicke Chancen gehabt. Und ja, wenn Sophie das Ding vielleicht an der ersten Kontakt reinbringt oder ein bisschen fester an der zweiten, dann gehen wir in der Halbzeit 2-0. Leider ist das nicht gelungen, aber solche Chancen kann man immer kriegen, wenn wir schnell nach vorne spielen und wenn wir zwei da vorne haben, dann werden wir mehr davon von dieser Chance haben. Als Trainer legt man sich ja im Vorfeld vielleicht auch sowas zurecht. Man hat kämpferische Vorstellungen, spielerische Vorstellungen, wie das eigene Team auftreten soll. Wie warst du heute mit diesen Komponenten zufrieden? Kämpferisch hatte Münster in der ersten Halbzeit Vorteile. Da waren wir in der einen oder anderen Situation im Nachteil. Da haben wir gewisse Zweikämpfe nicht für uns entscheiden können. Münster war sehr entschlossen und hat uns da das eine oder andere Mal den Schneid abgekauft. Das hatten wir natürlich anders im Plan. Spielerisch, unsere spielerische Linie war auch nicht so gut in der ersten Halbzeit, weil wir dann den Zugriffsmoment defensiv nicht hatten, offensiv dann zu einfache Ballverluste hatten. In der zweiten Halbzeit sah es schon besser aus. Da haben wir dann, denke ich, besser nach vorne gespielt, uns mehr Tormöglichkeiten gespielt und auch in der Defensive durch eine bessere Verschiebung dann auch gute Ballgewinne gehabt. Ein Wort noch zu den Fans. Du kennst beide Fanlager jetzt. Bombenstimmung gewesen? Ich habe es im Spiel einfach gar nicht so mitgekriegt. Das ist immer das Problem. Das kannst du mir vielleicht besser sagen. Also man ist so fokussiert auf dem Platz, dass man das drumherum wirklich nicht wahrnimmt. So. Und aber trotzdem waren viele da und das hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht heute. Und Letzte Frage. Massimo Onatelli hat gerade gesagt, Stimmung kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe das drumherum total ausgeblendet. Hast du die Stimmung wenigstens wahrgenommen? Ja, also zwischendurch, wenn so kleine Auswechslungen sind oder Abstöße vom Torwart, dann kriegt man das schon so ein bisschen mit, wie die Fans da einen nach vorne peitschen und hoffen, dass wir da vielleicht durch deren Unterstützung auch mal einen Treffer erzielen. Aber wie gesagt, also solche Spiele sind natürlich immer ganz besonders, auch von der Stimmung her. Und macht auf jeden Fall riesen Spaß, hier mal zu spielen.